Viele Bewohner des Rostocker Zoos sind keine Seeungeheuer, sondern Seebären. Tierpfleger Lars Purbst ist Bezugsperson Nummer 1 und hat auch einen Favoriten unter den schwimmenden Ladies. Na, die Daisy eigentlich. Also die war vor 3-4 Jahren noch sehr, sehr schüchtern. Die kam kaum an die Hand, die konnte man kaum anfassen. Und als wir mit dem Training begonnen haben, hat sie sich schon rauskristallisiert. Da hört man sie auch schön mal rufen. Und mit ihr arbeite ich auch sehr gern zusammen, weil sie auch wirklich die intelligenteste ist von allen. Doch Daisy ist nicht nur bei ihrem Tierpfleger beliebt. Auch das Interesse von Ron hat sie schon geweckt. Bei uns ist es so, dass im Mai Hauptpaarungszeit ist. Sprich, der Ron kommt meistens schon Mitte April in die Brunft. Das merkt man dann schon, dass er eben nicht mehr so bei den Fütterungen teilnimmt. Und bei den Weibchen zieht sich das meistens ein bisschen länger raus. Die kommen dann erst in Frühlingsgefühlsstimmung, quasi wenn sie ihre Jungtiere kriegen. Doch bevor die Jungtiere geboren werden, achtet der Tierpfleger darauf, dass die Tiere möglichst wenig gestört werden. Und ganz wichtig, es muss viel Fisch geben. Für die Paarungszeit brauchen die Tiere jede Menge Energie. Kämpfe wird es allerdings nicht geben. In der freien Wildbahn sind es ja mehrere Männchen. Und wir halten ja nur ein Männchen und jeden anderen Zoos auch. Weil ansonsten gibt es ja Rangordnungsstreitigkeiten in der Gruppe und Beißereien unter den Bullen. Und die versucht man natürlich zu vermeiden. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass man wirklich nur ein Männchen hält. Das männliche Oberhaupt Ron sorgt jedes Jahr zuverlässig für Nachwuchs. Bei einer Geburt war Lars Purbst aus gutem Grund noch nicht dabei. Also meistens ist es auch so, dass die Jungtiere in den frühen Morgenstunden oder abends geboren werden. Und da sind wir in der Regel auch nicht vor Ort. Ne? Also die Tiere suchen sich dann schon die Zeiten aus, wo sie dann eben dementsprechend ihre Ruhe haben. Und das sind, wie gesagt, meistens die Abend- und die Morgenstunden. Also man kommt dann morgens zur Arbeit und dann hört man es meistens schon aus ein paar hundert Meter Entfernung, ob da was geboren ist oder nicht, weil die Jungtiere natürlich lautstark rufen, um die Mutter-Kind-Bindung ganz einfach aufzubauen. Dass so etwas nicht immer unproblematisch abläuft, hat auch Tierpfleger Lars schon erlebt. Wir haben es mal gehabt, dass wir beispielsweise die Nachgeburt von dem Jungtier trennen mussten, weil die Nabelschnur nicht gerissen ist. Das sind so die Sachen, die man mal machen muss. Da muss man natürlich ans Tier ran, ansonsten versucht man es natürlich zu vermeiden. Ne? Aus Stressgründen und weil man natürlich auch nicht so einfach ans Jungtier rankommt. Weil zum einen ist ja Ron auch teilweise in dieser Zeit relativ aggressiv, also der lässt da nicht jeden ran. Und die Weibchen passen natürlich auch auf jeden Jungtieren auf. Vor einem aggressiven Bullen und seinen gefährlichen Zähnen muss selbst ein erfahrener Pfleger sich in Acht nehmen. Aber neben den gefährlichen Situationen gibt es natürlich auch Lustiges, an das Lars Purbst sich gerne erinnert. Wir hatten die Daisy, die ist schon mal durch den Zoo spazieren gegangen, die ist ausgebrochen, die Mauer hochgeklettert. Dann war sie da vorne am Kassenbereich in der Darwin-Box drin. Und da endet ihr kleiner Ausflug. Die fünf Ladies und Ron kann man täglich um 11 Uhr bei der Schaufütterung beobachten, wenn es Fisch gibt und das Training stattfindet. Selbst bei frostigen Temperaturen ist das immer wieder ein lustiges Erlebnis.